Der Start für die OWP 12 war natürlich spannend und damit aber auch die einmalige Chance, das Thema Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Das war mit der Lean-Methode hier wirklich machbar. Das kann jeder anfassen. Man sieht auch in der Endabrechnung, dass es erreicht wurde. Und das sind die Prinzipien, denen wir hier gefolgt sind. Wir sind dann gestartet mit dem Target Value Design. Wenn wir hier Lean denken und vorleben wollen, dann ist ganz klar, BIM, Building Information Modeling, kommt zum Tragen. Modularisierung war damit irgendwo auch gesetzt. Welche Vorteile haben wir aber auch im Zuge der Digitalisierung? Wenn man so will, war das Thema Lean-Prinzip ein Kompass, dem man folgen kann. Und das hat sich durchgängig von dem Tag 1 bis zum Schluss zur Inbetriebnahme gezeigt. Es hört für mich aber mit der Inbetriebnahme nicht auf, sondern jetzt geht es genau darum, diese Erkenntnisse, die wir in diesem Prozess hatten, zu nehmen und auch wieder zu schauen, wie kriegen wir die beim nächsten Mal wieder optimiert. Bei Dres & Sommer sind sowohl die BIM-Methodik als auch die Lean-Methodik schon seit vielen Jahren etabliert. Die große Chance und Herausforderung bei dem Projekt war, beide Methoden miteinander zu vereinen. Herausforderungen waren eine digitale LCM-Planung und die Zuweisung der Bauteilelemente zum jeweiligen Taktbereich. Dies ist uns durch unsere Kooperationspartner Kaulquappe und LCM Digital gelungen. Durch ein separates Volumenkörpermodell können die Bauteilelemente automatisiert dem jeweiligen Taktbereich zugewiesen werden. Informationen konnten gewerke- und fachübergreifend über die Kollaborationsplattform ausgetauscht werden. Durch regelmäßigen Austausch gab es einen abgestimmten Feinterminplan mit allen 52 Gewerken. Mehr als 50.000 Bauteilelemente wurden mit 56 Taktbereichen automatisiert verknüpft. Die Mehrwerte aus BIM und Lean sind maximale Transparenz, das Vereinfachen komplexer Zusammenhänge und eine prozentuale Fortschrittskontrolle. Was uns im OWP12-Projekt auch beschäftigt hat, war das Thema Echtzeitdaten. Deswegen kam die Idee auf, über 3D-Scanning neben der qualitativen Abweichung auch Terminabweichungen aufzunehmen. Auf das Ergebnis bei der Integration von Lean und BIM sind wir besonders stolz. Nicht nur, weil wir das technisch geschafft haben, das zu verbinden, sondern weil wir auch die Disziplin im Bereich Lean Design und Lean Construction weiterentwickeln durften. Neubau OWP 12. Innovativ, nachhaltig, modular. Ein Plus-Energiehaus mit neu entwickelter Hochleistungsfassade und industriell vorgefertigten TGA-Modulen. Wir konnten die gesetzten Ziele nur erreichen durch eine stringente und konsequente Umsetzung aller Lean-Methoden und Lean-Anwendungen.